Ja, und so. Na, 50 Jahre später, sage ich euch. 50 Jahre später. Hier wirkt es okay. Und jetzt, das ist ja auch noch okay. Müssen wir hier wieder reinbauen gleich. Der kommt. Genau. Müsste man den hier nämlich tauschen. Und. Na gut, oben sieht man sowieso nicht. Also machen wir es. Damit sie unten gleichmäßig wirkt, können wir uns das doch mal gönnen. Die. Tada. Raus. Und wieder zu. Ja, ist okay. Das ist okay. Gut, Gefangenen sollten jetzt keine Fackeln haben, mit denen sie auf Passanten werfen können, aber wir gehen mal davon aus, die sind so fest in der Wand, da kommen die gar nicht ran. Das kriegen die gar nicht raus. Einfach so als feste Annahme, die dem hier zugrunde liegt. Diesen wunderschönen Umbau. Was haben wir denn heute jetzt eigentlich gemacht? Wir haben hier was gemacht, so mit Schleichweg. Da kommst du hier hoch. Ja, bist denn hier so hochgeschlichen und dann kannst du hier so rüber schleichen. Was mein Schlafzimmer werden soll, wo ich mir auch noch nicht so sicher bin, wie das überhaupt funktionieren kann. Weil das ist hier so elendig groß. Ne? Also dieser Übergang ist so riesig. Na, und dieser Treppe hier hinten ist auch so riesig. Dann steht hier irgendwie so ein Bett. So dimensionsmäßig passt das noch nicht ganz, glaube ich. Das ist noch nicht so ganz richtig. Wobei die Treppe okay ist. Und ja, ich glaube, das haben wir heute auch schon gehört. Geh weg. Na, ja, das klingt doch. Okay. Ach, da hinten sind Sterne. Sterne sind auch toll. So. Nein, jetzt noch. Gucken wir mal das hier noch raus. Gönn uns noch mal was. Ganz, ganz fix. Ganz, ganz auf die Schnelle. So. Wo ist das? Genau da drin. Und dann zwei weiter. Einen weitermachen. Das ist da. Das ist da, das ist da. Passt. Da, der raus. Da. Da. Ja. Wirkt richtig. Ein Bett ist jetzt nicht mehr ganz so, aber pff. Was soll's, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Können wir hier nur noch die Decke abhängen, wenn wir das wollen. Na, pff. Hier ist es wenigstens noch symmetrisch. Es ist halt... Wir kommen in der Symmetriefalle, ne? Es ist halt... An irgendeinem Punkt muss es einfach auch manchmal unsymmetrisch werden. Das geht wahrscheinlich gar nicht anders. Wir haben das Tor hier. Das wollte ich ja ein bisschen freilegen. Das wäre schon eine Maßnahme. Wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wubbernupp. So. Ein bisschen. Naja. Pff. Ja, ich weiß, ich habe auch schon schönere gesehen, aber. Was sollst du machen, ne? Das ist halt. Kann das hier nur noch. Irgendwann ist der ganze Berg weg. Wir Raum brauchten.
Raum, Platz und so. Können wir hier noch so eine Zierleiste dran nageln. Also so. Eins, zwei, drei. Was? Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Mhm. Ist in die Kante geführt. Ist jetzt nicht so besonders. Ich weiß noch nicht. Vielleicht muss auch einfach das Tor hier raus. War ja auch nur aus der Not geboren, dass das jetzt hier steht. Und bauen wir einfach ein zweites irgendwo auf, machen dann das dicht und dann müssten die sich ja entsprechend verbinden, hoffe ich. Wie das immer so mit der Hoffnung ist, sie stirbt ja bekanntlich zuletzt. So. Naja, dann könnte ich ja mal. Warte mal. Mache ich das mal so. Abrupt. Nee. Ausblicksmusik hier. So, was haben wir denn heute geschafft? Eine kleine Zusammenfassung der letzten Folgen. Also falls das erste ist, was ihr guckt, braucht ihr den Rest dann wahrscheinlich nicht mehr gucken. Wir haben einen Kerker, wir haben ein Knästelchen, ein Pranger quasi. Wir haben weitere Knasträume, weitere Kerker bereits begonnen, aber noch nicht fertiggestellt. Dafür brauchen wir nämlich Eisen und Eisen wollte ich sparen, deswegen habe ich jetzt hier erstmal nicht weitergebaut. Hierhinter werden Zellen entstehen. So, wenn man da so hochlatscht, ne, kommen wir gleich so in den Eingangsbereich, wo es jetzt auch ein wenig brückig ist, um da reinzukommen. Hier, das war das letzte eben, was ihr wahrscheinlich kurz vorher gesehen habt, das hier ein bisschen aufzubrechen, in der Hoffnung, dass es hier irgendwie luftiger wird. Naja, fallen tut es mir noch nicht. Vielleicht hat der ein oder andere eine Idee und mag sie mir visuell irgendwie punktuell mitteilen. Denn hier das andere, was wir gemacht haben, wir haben so einen Kronleuchter hier versteckt. Das hier, der Raum gefällt mir gerade gut. Wobei das hier ein bisschen schade ist mit den Öfen, aber das ging halt nicht anders hier wegen den Ecken. Weil da ist die nächste Neuerung. Man kann jetzt hier so hochlatschen. Yay. Hier drüben haben wir noch nichts gemacht, aber da haben wir was gemacht. Bisschen Terraforming haben wir auch getan, damit das hier nicht so klumpatschig raus durchwirkt. Hier drüben müssen wir auch noch weiter. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Aber ja, von hier sieht man es gar nicht. Gut, dass ich hier erstmal hergelatscht bin. Aber hier haben wir ein bisschen Terra geformt und so. Muss der auch sein. Da, Terra formt. Hier sieht man es noch. Haha. Jo. Ne? Und hier unten waren wir ja auch ein bisschen fleißig. Nicht so fleißig war das jetzt. Das war eigentlich nur dämlich. Aber immerhin sind wir unten angekommen. Und um das hier auch zu sehen, eine Stütze, ein neuer Boden, damit das von unten auch alles wirkt. Ne? Wir müssen ja mehrdimensional denken hier. Und dann ist das die letzte Neuerung, die denn heute dazu kam. Also heute im Sinne dieser Aufnahme, nicht im Sinne dieser Folge. Wenn ihr jetzt an Anfang zurückspult und euch denkt, Mann, habe ich jetzt 4 Stunden gepennt? Nein, habt ihr nicht. Da gab es noch Folgen davor. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es könnte noch mehr Folgen geben. Irgendwann demnächst. Bis dahin, gehabet euch wohl. Wohlig grüßt das Murmeltier. Und murmelt sich ein. Bis dahin. Bye, bye.